Hey Kinder, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Kingdom Come Deliverance. Und der Hans ist endlich da. Bei der Geschwindigkeit wird doch klar, warum der so langsam ist. So. Wie war die Jagd, Herr? Bei mir lief es ganz gut. Sieh her. Weshalb fragst du? Du bist mir die ganze Zeit im Nacken gesessen. Nicht schlecht. Eigentlich ziemlich gut für einen gewöhnlichen Schmied. Sollte es nicht ein Preis für den Sieger geben? Jesus, welch Anmaßung. Ein Diener bittet seinen Herrn um Geld. Aber ich lasse mir nicht nachsagen, ich wäre ein Geizkragen. Also gut. Dein Diener dankt dir von Herzen, mein Herr. Und jetzt komm, lass uns richtiges Wild jagen. Okay. Richtiges Wild, wie du möchtest. Lass uns jagen gehen. So. Ah, da sind die Hunde. Das ist ein richtiges Wild. Ein Reh, direkt vor deiner Schnauze. Das willst du nicht, ne? Wo sind wir eigentlich? Nur so als Frage. Guck an. Neuhof, ah, okay. Reitest du? Ich will nur mal gerade noch was gucken. Ich hab doch hier beim oh, wir haben Jagenskill. Ich kann Tottieren die Haut abziehen, aber Auto brauche ich Stufe 5. Wir sind Stufe 4. Nice. Ja. Ups. Wohin reitest du denn? So irgendwie eine Spur entdeckt von irgendeinem Wild oder was? Das wäre was Geiles, dass man nur so anfangen könnte, hier Spuren zu lesen von Tieren. Dann wüsste man wenigstens, wo man hin muss. Moment, sagt mir das hier. Da sind lauter Rehe. Warum willst du die nicht? Sieh her, eine Sule. Sie wurde erst kürzlich angelegt. Irgendwo in der Nähe müssen Wildschweine sein. Also, wie letztes Mal. Langsam und leise. Egal, was du tust, verstanden? Wir werden von diesem Hügel aus nach ihnen Ausschau halten. Willst du ihn mit einem Pfeil erlegen? So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? So, ja.
Schnauze. Tja, wenn du mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte keinen Keiler mit einem Keiler. Scheiße! Ihm nach! Fast! Aufs Pferd, Heinrich! Dieses Schwein entkommt uns nicht! Dieses Schwein entkommt uns nicht? Was? Wieso sagt er übrigens aufs Pferd, Heinrich? Ich habe kein Pferd. Na super. Spiel gespeichert. Okay. Ah, hier ist das, die Sule. Ach ja, dann laufen wir einfach mal. Wohin ist der denn gelaufen mit dem Schwein? Bestimmt über 5 Millionen. Hier ist ein Grab. Ich habe keine Schaufel. Nein. Die Schaufel hätte ich mitnehmen sollen. Das, da ist ein Zelt. Ist da eine holde Prinzessin? Wir wissen es nicht. Okay. Pferd gefickt zu werden. Das Doofe ist, die sind jetzt gerade direkt nebeneinander. Das können wir gar nicht gebrauchen. Hey du, Sodomit! Wie ist es so, von einem Pferd gefickt zu werden? Wir müssen echt warten gerade, bis die auseinander gehen. Wenn die nebeneinander sind, dann kann ich halt keinen Stealth-Kill machen. So. Zerbrochener Pfeil. Zwei Stück. Den brauchen wir halt nicht. Verbesserter Jagdpfeil. Verbesserter Spitzpfeil. Spitzpfeile. Kommt schon, esst ein bisschen schneller. Ich kann euch nicht so gebrauchen. Ach, da hat er sicher wieder mal in was reingeschlittert. So, wohin geht der andere? Im Ernst? Jetzt sitzt der andere da. Okay. Warte mal, der steht jetzt auf. Das ist gut. Ihr müsst euch im besten Fall so bewegen, dass ich einen von euch von hinten überraschen kann. Okay. Also er geht jetzt da hinten hin. Perfekt. Er geht schlafen. Gut, wenn er schlafen geht, dann können wir nämlich den anderen... Oh, der bewegt sich gerade wieder. So, okay. Also der schläft. Dann kann ich mir den hier schnappen.
Und zwar mit... Genau. Ihr ungarischen Posten! Jetzt schafft ihr gerade einmal ein Tschechen! Zu dritt? Was heißt denn jetzt zu dritt? Kinder im Lato! Wow. Wieder Platz! Wow. Hey du, Sodomit! Wie ist es so, von einem Pferd gepickt zu werden? Ja. Dir geben wir einen Gnadenstoß, komm. Plündern wir ihn mal. Oh, eine Kettenhaube hat er dabei, das ist geil. Lederhandschuhe und kumanischer Helm. So. Ah, guck mal, den hat er wahrscheinlich umgebracht. Ein Ritterjagdschwert, Lederhandschuhe, kumanischer Bogen. Oha. Ja, die muss ich mal vergleichen bei Gelegenheit. So, guck mal, ich hab das da. Ritterjagdschwert. Ja, nehmen wir einfach mal mit. So, leicht überladen sind wir jetzt, aber ist nicht so schlimm. Ja, ich komme doch gleich, Mann. Mach mal halblang. Aber hier. Ein leicht zu knackendes Schloss. Das hören wir doch gerne. Ah, da. Sehr schön. Wo nehmen wir mal alles mit? Oh, hier haben wir noch eine Truhe. Sehr gut. Oh, da ist nichts drin, okay. Oh, da sind die zwei. Oh, ne, der arme Hund. Das arme Pferd. Da hinten haben wir den ersten. Ach, das waren nur die zwei, okay. Ich lasse eine Bronzebüste von dir fertigen, mein Freund. Aber wo warst du so lange? Ach, du weißt schon, Beeren sammeln, Wein trinken, ein Nickerchen machen. Du Verrückter! Sie hätten mich fast am Spieß geröstet! Ich finde, es sah eher so aus, als würden sie dir die Jungfräulichkeit rauben. Na hör mal, Mistbauer! Spricht man so etwa mit einem Edelmann? Verzeih, Herr. Bin bloß froh, dass es dir gut geht. Ich nehme dich auf den Arm, du Esel. Danke für die Rettung. Diese Verletzung sieht nicht gut aus, Herr. Wohl wahr. Diese Kumanschweine haben mich ganz schön aufgemischt. Und mein blödes Pferd ging durch. Du musst mich nach Hause bringen. Je früher wir von hier verschwinden, desto besser. Wer weiß, wie viele Schurken hier noch umherstreifen. Dann lass uns aufbrechen. Das war Aufregung genug. Tja. Ich
Lord Capon. Get here, everybody. Wieso ist denn das jetzt auf Englisch? You, help him. Neuer Kumpel. Ja. Sagt so einiges, ne? Wie ist das möglich, Ratzig? Diese Bastarde sind kaum eine Meile von der Burg entfernt und doch so dreist. Wir müssen dringend mehr Wachen entsenden. Das würde nichts nützen, Hanusch. Selbst wenn wir 10-mal so viele Männer hätten, könnten wir nicht jeden Stein reißen. Du hast nach mir verlangt, Herr. Tritt ein. Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich wäre Hans jetzt nicht mehr am Leben. Dabei hatte ich dich doch eigentlich zur Strafe mitgeschickt. Ich tat bloß meine Pflicht, Herr. Ach bitte, sei nicht so bescheiden. Du hast nicht nur Mut, sondern auch Treue gegenüber deinem Lehnsherrn bewiesen. Dafür nehme ich dich in mein persönliches Gefolge auf. Herr, ich... Hab Dank, Herr. Na dann stoßen wir auf deine Beförderung und Hans schnelle Genesung. Steh nicht doof rum, Junge, schenk uns ein! Vergib mir die Störung, Herr, aber ich bringe dringende Kunde. Was ist los? Gerade kam ein Stallbursche aus Neuhof. Er sagt, Banditen hätten heute Morgen das Gestüt überfallen. Es gab viele Tote und Verwundete. Kurva! Erzähl genau, was passierte. Ich bin nicht ganz sicher. Der Junge war so verstört, dass er kaum reden konnte. Er sagte, die Banditen hätten aus purer Lust getötet. Es tut mir leid, Herr. Dein Vasall Smil ist tot. Wer hat das getan? Wer war das? Wir wissen es nicht, Herr. Der Junge stammelte die ganze Zeit etwas von einem riesigen Kerl in schwarzer Rüstung, der den Angriff anführte. Nimm so viele Männer, wie du brauchst. Reite nach Neuhof und finde diese verdammten Bastarde. Und bring mir ihre Köpfe. Ja. Meine Männer stehen dir ebenfalls zu Diensten. Danke, mein Freund. Herr, lass mich mitreiten. Er platzt förmlich vor Kraft und Elan. Der Anführer, das muss derselbe Klotz sein, der mich in Scarlets angriff. Es kann keine 2 Männer im Königreich geben, die so aussehen. Denkst du, er könnte mein Schwert noch haben? Gewiss könnte noch ein Schwertkämpfer nicht schaden, oder, Hauptmann? Ja, wie du befiehlst, mein Herr. Wie schnell kannst du aufbrechen? Sobald die Männer bereit sind. Gut. Warte auf dem Vorplatz auf Heinrich. Und gib ihm ein Pferd. Ein Pferd? Seine Belohnung für Herrn Hans Rettung. Er wird's brauchen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Geht schon. Ich will diese dreckigen Hunde so bald wie möglich in den Händen des Henkers sehen. Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr. Gut. Bist du taub? Hä? Hier? Weshalb? Wurde mir aufgetragen. Ja, dann durchsuch mich halt. Wenn's sein muss? Nichts. Na gut, du kannst weiter. Was hattest du denn erwartet? Welches ist mein Pferd? Hallo, Heinrich. Wie lange willst du uns noch warten lassen? Können wir los? Bist du bereit? Ja, Hauptmann. Gut. Folge mir, halt den Mund und tu genau das, was ich dir sage. Ich weiß nicht, was Herr Ratzig in dir sieht. Und es ist mir einerlei.
Wenn du mit mir reitest, erwarte ich Gehorsam. Jawohl, Herr. Wider besseres Wissen haben sie sich entschieden, dir ein Pferd zu geben. Der Apfelschimmel neben meinem Hengst gehört dir. Kümmere dich gut um ihn. In den Sattel mit dir und folge uns. Ah, Pebbles. Also gut, Männer, aufsatteln. Und keine Trödelei. Der Letzte, der ankommt... in die Satteltasche. Dann tun wir das mal in... So. Jetzt haben wir aus Versehen das Falsche in die Satteltasche getan. So, das hier, Satteltasche. Da rein. Das da rein. Das können wir fallen lassen. Das auch. Und das kommt in die Satteltasche. So. Wieso sind wir so schwer beladen? Das gibt's doch einfach nicht. Ich verstehe es echt nicht. Sind das echt die Pfeile alle? Ich glaube mal. Danke. So, auf nach Neuhof. Also viel Böses erwarten wir anscheinend nicht. Wir reiten dahin. Ich find's einfach toll, dass ich jetzt endlich mein eigenes Pferd habe. Ach, ist das schön. So. Jetzt muss ich nämlich nichts machen. Ich muss einfach nur Shift gedrückt halten und das Pferd reitet von alleine. Das ist auch ganz, ganz cool. Kann man sich nicht in der Zeit so einfach mal umgucken. Oh. Ja, du arme Frau, ich kann dir gerade nicht helfen. Ich bin nämlich auf Mission. Da vorne, das ist schon ein Neuhof, ne? Das
nehme ich danach aus, weil da ein brennendes Gebäude bzw. ausqualmendes Gebäude ist. Ja, da ist Neuhof. Oha. Was ist da denn passiert? Ja, dann sind wir da angekommen. Wo ist dein Herr? In der Koppel. Was ist dir geschehen? Wieso? Jemand kam des Nachts und verstümmelte sie alle nach den Händen. Das Schreien der Pferde muss Radek den Stallion bewegt haben. Er wollte sie aufhalten. Mein Gatte, er hat versucht, ihm zu helfen und wurde auch getötet. Als sie fertig waren, brannten sie den Stall. Ein aufrichtiges Beileid, gute Frau. Wir werden diese Bestien fassen und sie für ihre Taten büßen lassen, das schwöre ich. Die Pferde waren noch am Leben, als ich kam. Wir erlösten sie von ihrem Leid. Jedes eins. Da war dieser Schmerz in ihren Augen. Sie verstanden nicht, warum jemand ihnen das angetan hat. Wurde etwas gestohlen? Ein Pferd? Gar nichts. Sie wollten Blut und kein Geld. Hatte dein Mann in letzter Zeit Streit? Fällt dir jemand ein, der Rache wollte? Er hatte vielleicht mal über den Preis eines Sattels diskutiert, sonst nicht. Gar nichts, was einen Menschen hierzu treiben könnte. Es sind finstere Zeiten, wenn wir mehr Güte in Pferden finden als in Menschen. Habt ihr etwas gesehen? Wie viele waren es? Oder wie haben sie ausgesehen? Wir haben niemanden gesehen. Hat jemand versucht, ihrer Spur zu folgen? Nein. Wir haben bis jetzt das Feuer bekämpft und selbst wenn... Was könnten wir schon gegen jemanden ausrichten, der zu so etwas fähig ist? Pappen sollen sie holen. Aufsatteln und die Gegend durchforsten. Wir müssen herausfinden, wo sie hin sind. Sucht nach Spuren und fragt auch die Nachbarn, ob sie etwas wissen. Verflucht, irgendjemand muss diese Schweine gesehen haben. Ja, Herr. Was ist mit mir, Hauptmann? Was will ein Taugenichts wie du denn tun? Du bleibst hier. Bitte, lasst mich helfen. Ich könnte mich in der Gegend umsehen und auch nach Spuren suchen. Na gut, wenn es denn sein muss. Aber steh bloß keinem im Weg. Bleib in der Nähe und komm zurück, wenn du fertig bist. Okay. Aber ich will doch bloß wissen,
Ja, gehen wir mal als erstes zu ihr, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, die Untersuchung machen wir nächstes Mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.